Nimmst du dir da irgendwo speziell mal Zeit, mal einen Tag oder so zu reflektieren, ein Notizbuch, oder machst du das alles so ein bisschen? Ich bin permanent am Reflektieren, ich bin wie eine Maschine. Also wirklich, mein Kopf ist wie eine Maschine am Arbeiten die ganze Zeit. Also diese Gedankenzyklen, die ich durchlaufe, die sind anders. Also wenn ich dir manchmal sitze ich da und dann fragt mich eben auch meine Freundin so, woran hast du jetzt gerade gedacht? Und das waren nur 3-4 Sekunden. Und dann brauche ich fast 10 Minuten, um ihr zu erklären, worüber ich gerade nachgedacht habe. Weil es so viele verschiedene Punkte sind, die irgendwie wie so ein Geistesblitz durch mich durchgelaufen sind und voll Sinn gemacht haben. Aber die halt für einen Außenstehenden halt keinen Sinn machen und lange brauchen, um die zu erklären. Und es passiert eigentlich den ganzen Tag. Also mein Kopf steht nicht wirklich still. Ist das gut? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Darfst du bewerten, ich fühle mich wohl. Das passt. Und es gibt Tage, an denen es ruhiger ist, weil ich mein Handy einfach ausmache, weil ich mich dazu entscheide, nichts zu machen. Also mir keinen Input zu holen. Das heißt also, mich nicht damit zu füttern, diese Maschinerie die ganze Zeit laufen zu lassen. Aber diese Maschinerie in mir ist meine große Gabe, die ich habe, um halt einfach was zu geben. Gabe deshalb, ne? Um anderen Menschen zu helfen, was zu geben und denen irgendwo mein Kopf, meine Denkweise, meine Sichtweise auszuleihen. Dafür werde ich bezahlt. Weißt du, was ich meine? Leute bezahlen mich dafür, mit meiner Art und Weise zu denken, auf ihre Themen zu schauen, um ihnen eine neue Perspektive aufzuzeigen. So, also, warum sollte ich es ausstellen? Touché. Ja, Frank? Ich weiß nicht, ob das zu off-topic ist, aber wie, wenn man jetzt das Ganze reflektieren und wo man sich wohlfühlt und Konkurrenz und so, wie handhabst du die Balance zwischen auch dir privat, auch mit Beziehungen vor allem und Business und dem Bereich? Ist vielleicht ein bisschen zu off-topic. Gar nicht. Ich versuche es nicht zu kontrollieren, ich versuche es nicht zu handhaben oder sowas. Das ist, guck mal, ich habe gestern einen Plan gehabt für den Tag und stehe halt auf. Und der Plan ist meistens ab dem Zeitpunkt, wo man halt ans Handy geht, schon überworfen, weil halt so viel neuer Input kommt und so viele neue Sachen sich irgendwie über Nacht aufgestaut haben bei jedem, dass ich schon wieder da sitzen muss und überlegen muss, okay, ziehe ich jetzt meinen Plan durch, den ich gestern geschmiedet habe, basierend auf dem Input, den ich gestern hatte, oder werfe ich ihn jetzt über Bord, weil ich das Gefühl habe, dass etwas anderes wichtiger oder dringlicher ist, oder einfach entscheidender ist und passt es halt an. Verstehst du? Deshalb versuche ich es nicht zu erzwingen, nicht zu handhaben. Es gibt Momente, wo man sagt, okay, an diesem Wochenende fahren wir weg, da gehen wir in den Urlaub, da lasse ich mal mein Handy aus, da mache ich mal das, da mache ich mal das und will dann natürlich auch kongruent sein in meinem Umsetzen zu dem, was ich mir vorgenommen habe. Aber hier auch wieder das Wort, ich will es. Ich lasse es mir aber offen in diesem Moment, genauso wie Hector es sich offen lässt, in diesem Moment auch hier mal kurz zu joinen. Die Entscheidung zu treffen ist dann halt, nicht zu tun, weißt du? Also die Balance darin zu finden, tun und lassen zu können, was ich halt möchte. Aber wie gesagt, ich versuche immer dieser Kongruenz halt zu folgen, so kongruent wie möglich zu sein zu dem, was ich sage und zu dem, was ich vorhabe. Aber es geht nicht um Kongruenz um jeden Preis, verstehst du? Weil es gibt einfach... Wenn ich jetzt heute sage, heute mache ich den ganzen, also werde ich den ganzen Tag nur Calls machen und durchziehen und Akquise und dann kriegst du irgendwie einen Anruf, hey, da ist ein Angehöriger von dir im Krankenhaus, dann bringt es dir nichts, kongruent zu sein zu dem, was du gesagt hast, ich arbeite jetzt den ganzen Tag. So, nee, ich habe gesagt, ich arbeite jetzt. Nein, du arbeitest dann halt nicht und dann fährst du halt zu deiner Familie und schaust halt, wie es deinem Angehörigen geht, weißt du? Das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber nur um es mal zu versinnbildlichen. Okay. Ja? Ja. Sehr gut. Hi, servus. Also, wir sind jetzt hier gerade auf dem Event von We Build Brands und kann nur sagen, es war absolut der Hammer. Ich kann das nur jedem empfehlen, der mal drüber nachdenkt, ein Live-Event mit Agenturleuten oder jetzt den Nick oder den Erik mal persönlich kennenzulernen. Es gab ein paar Gastsprecher, die waren auch sehr, sehr interessant. Hab viele Tipps für mich mitgenommen, wie ich meine eigene Agentur noch weiter aufbauen und verbessern kann. Und ich kann euch nur empfehlen, connectet euch mit den Leuten, die schon da sind, wo ihr hin wollt, und um einfach noch ein bisschen mehr zu erreichen. Viel Spaß!